Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Extra-Ausgabe der Sportarena. Das Saarland-Pokal-Finale steht an, das absolute Endspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiß Hasborn. 4.500 Zuschauer im Dillinger Parkstadion wollen sehen, wer gewinnt. Saarbrücken ist natürlich der Drittligist, absoluter Favorit, hat den Pokal im letzten Jahr gewonnen. Rot-Weiß Hasborn als Saarland-Ligist nur Außenseiter, aber hat in dieser Pokalrunde schon die ein oder andere Überraschung getätigt, hat unter anderem den FC Homburg, den Tabellenführer der Oberliga, genauso rausgekegelt wie Röchling-Völklingen. Es geht um sehr, sehr viel in diesem Finale, vor allen Dingen ums Prestige, aber auch um viel, viel Geld. 100.000 Euro gibt es dafür, dass man als Finalist, als Finalgewinner in die erste DFB-Pokal-Hauptrunde einzieht. Und diesen wunderschönen Pokal. Und wer den heute Abend in den Händen hält, sagt Ihnen jetzt Frank Grundheber. Ja, schicker Pokal, Abendsonne und richtig heiße Stimmung. Der Rahmen für das Finale, na, der passt auf jeden Fall. Ein langer Weg war es bis hierhin. Der krönt sich also heute Abend hinein in das Endspiel um den Saarlandpokal 2012. Der FCS in Weiß, Hasborn in Rot und noch ein paar Fakten. 9. Endspielteilnahme für den 1. FC Saarbrücken. Jürgen Luginger ist Trainer des Pokalverteidigers und Hasborn steht zum 5. Mal im Finale. Rot-Weiß mit der ersten Torannäherung. Mike Bach hier. 6. Minute. Und an der Seitenlinie Heiko Wilhelm, Hasborns Trainer, mit der ganz klaren Anweisung: nach vorne und nach hinten gleichzeitig bitte. Dann Saarbrücken mit Sögler. 60 Sekunden nach der Hasborner Chance. Und Adam Straith. Kopfballstark ist der Kanadier, auch wenn er hier das Tor noch deutlich verfehlt. Der FCS ist bemüht, Druck aufzubauen auf das Tor des Saarlandligisten. Aber natürlich darf der Drittligist da nicht unvorsichtig werden. Denn Hasborn kann es gegen die höherklassigen Teams. Homburg und Völklingen haben das erleben müssen. Etwas mehr als eine Viertelstunde gespielt, nochmal der FCS. Sögler. Und da ist wieder Straith. Spektakuläre Aktion, noch nicht vorüber. Aber dann hat Christian Reiter den Ball für ihn und Le Rondy. Ein schmerzhafter Kampf da am Pfosten. Aber die Frage ist natürlich, Ball hinter der Linie oder nicht? Adam Straith, und dann ist es kaum zu erkennen. Die Schiedsrichter sagen kein Tor und ich denke, die Entscheidung ist richtig. Es bleibt beim 0:0, aber erster richtiger Aufreger im Parkstadion. Reiter und Le Rondy lassen sich dann kurz behandeln. Können aber beide weitermachen. Und Hasborn spielt eigentlich gar nicht schlecht mit. Heiko Wilhelm hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt auf diesen Kampf, den sie heute annehmen müssen. Nur nach vorne ist das Ganze noch ein bisschen harmlos. Kraus mit dem Versuch, Enver Marina, natürlich nicht wirklich gefordert von diesem Schuss. Aber immerhin rot-weiße Lebenszeichen und die Andeutung, wir geben uns hier nicht einfach auf. Nochmal der Saarlandligist Matthias Kraus gegen Tim Kruse, der Zweikampf. Ja, das ist nicht schlecht, was Hasborn da anbietet, aber sie haben es natürlich schwer gegen die Vollprofis des FCS. So, Saarbrücken hat sich eine kleine Auszeit genommen, noch knapp 10 Minuten in der ersten Halbzeit zu gehen. Die Blau-Schwarzen in den weißen Trikots, sie drängen. Eggert, Straith, Wurz und Stefan Sieger, 1-0, 37. Minute, da ist es, das Pokal-Endspiel-Eröffnungstor. Der Kapitän hat's gemacht, Stefan Sieger. Er wird den FCS ja verlassen, Samstag sein letzter Auftritt gegen Unterhaching und mit diesem Treffer, da hat er schon mal ein schönes Abschiedsgeschenk für die Fans. Die Hasborner passen nicht richtig auf, Ball wird abgefälscht, Sieger einfach zu frei und darum erfolgreich. Aber das war noch nicht alles in der ersten Halbzeit. Saarbrücken will nachlegen. Wurz hier.
Aber der macht hier nicht den zweiten Treffer. Und darum geht's mit der knappen Führung für den FCS in die Kabine. Stefan Sieger mit dem Tor der ersten Halbzeit. Hasborn hält aber gut mit. Überlegen ist der FCS. Und vorsichtig waren beide Teams noch. Und auch die zweite Hälfte eröffnet Saarbrücken. Typische Szene. Der FCS lauert. Und dann wird's irgendwann gefährlich. Sökler. Und dann Christian Eggert. Und Reiter war da tatsächlich noch dran. 48. Minute. Die Kräfteverhältnisse sind klar. Aber werden sie sich am Ende auch im Ergebnis spiegeln? Gute Aktion des FCS. Eggert berappelt sich da. Und Reiter mit Klasse parat. Ja, Heiko Wilhelm. Noch darf er hoffen, aber er muss zunächst mal richtig schlucken. Hier nach Straith-Einsatz gegen Rauber. Zum Glück ist da nichts Schlimmeres passiert. Und Hasborn über Bach. Dann Kruse. Verteidigt gegen Kraus. Und Kruse lässt sich düpieren. Stutz, der Ausgleich. 53. Minute. Da ist die Überraschung. Hasborn jubelt, der FCS macht sich Vorwürfe. Was hat sich Tim Kruse da gedacht? Kraus bleibt dran. Das war einfach, zu einfach. Stutz, danach mit Glück, aber vor allem mit viel Geschick. 1-1, das Tor tut dem Spiel so gut. Kruse wird sich da selbst nicht gefallen, wenn er das sieht. Jan Stutz geht es da mit Sicherheit anders. Und der FCS muss jetzt ein klares Zeichen setzen. Spielt, schleicht da um den Strafraum, sucht die Anspielmöglichkeit und findet sie bei Sökler. Schirrer rettet Hasborn. Sven Sökler, ja, den hätte ich machen müssen, denkt er wohl. Will den Ball da einfach durchstecken, aber das Füßchen von Schirrer ist da 1-1. So bleibt der Spielstand. Dann der FCS über Forkel. Und schließlich Ziemer und Reiter. Also der Torhüter der Hasborner, der zeichnet sich heute Abend aus. Ziemer scheitert an ihm. Schöne Aktion. Und dann versucht es der FCS mit Standards. Christian Eggert. Und Reiter ist ein Flieger. Es ist die Phase des Hasborner Keepers, ohne Zweifel. Und das Spiel findet jetzt fast ausschließlich in der Hasborner Hälfte statt. Immer gleiche Blickrichtung für die FCS-Fans. Sökler. Trickreich und Wurz. Oh, Aktion geht weiter. Laux und dann Ziemer gegen Rauber. Oh, das sah böse aus. Da geht's richtig zur Sache. Die Latte rettet da für Reiter. Und Ziemers Aktion, sicher keine Absicht, aber doch viel zu gefährlich, was er da macht. Hasborn wirkt jetzt trotzdem etwas müder und dann passieren Fehler wie hier. Der viel zu leichte Ballverlust, Eggert. Verlagert nochmal auf Laux. Und Siegertor! 2-1! Stefan Sieger, zweiter Treffer, das ist heute der Tag des Kapitäns. 75. Minute und jetzt ist die rot-weiße Abwehr doch gefallen. Laux perfekt und Sieger erwischt Reiter im kurzen Eck. Der Torwart gerade auf dem Weg in die entgegengesetzte Richtung. Und draußen ist Jürgen Luginger froh, klar. Aber Hasborn atmet noch.
Das ist Bach. Hier. Und Kraus. Wow, das war noch mal eine richtig dicke Möglichkeit. Matthias Kraus. Der hat heute einiges angeboten. Setzt sich sehr schön durch. Aber Marina ist da. Eggert, noch mal hinüber in die andere Spielhälfte. Reiter, mal mit einer kleinen Unsicherheit. Und dann darf er doch noch mal fliegen. Macht trotz allem ein sehr gutes Spiel. Aber das war sie dann auch. Die letzte Chance dieser Partie, 86. Minute. Danach passiert nichts mehr. Also, der Saarland-Pokalsieger 2012 heißt 1. FC Saarbrücken. Und damit hat die Mannschaft den ersehnten Titel geholt, den Pokal verteidigt. Knapp, aber eben doch verdient. Und Spiele des Spiels aus Saarbrücker Sicht, ganz klar, ganz sicher. Der Kapitän Stefan Sieger, er schenkt dem Club zum Abschied den Pokal mit seinen Toren. Aber dem SV Rot-Weiß Hasborn ein großes Kompliment. Die Mannschaft von Heiko Wilhelm hat dafür gesorgt, dass dieses Spiel nie langweilig war. Klar ist jetzt Enttäuschung da, aber die wird vergehen. Daniel Scheider im Gespräch mit den beiden Trainern. Ja, ein sicherlich gelöster Jürgen Luginger ist jetzt bei mir. Ja, natürlich. Ja, die Freude ist riesengroß heute. Ja, war ein hartes Stück Arbeit, aber die Mannschaft hat toll alles gegeben. Ja, wir hatten ein schweres Auswärtsspiel jetzt und ja, wir freuen uns, zum zweiten Mal hintereinander den Pokal geholt zu haben. Lob dagegen von Gegner. Es war wirklich ganz, ganz knapp. Ihr wart wirklich nah dran. Ja, meine Mannschaft hat wirklich alles umgesetzt, gut, sehr gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Aber in gewissen Situationen hat man einfach gemerkt, dann ist die Profitruppe doch etwas schneller, die Handlungsschnelligkeit. Da haben wir den einen oder anderen Fehler gemacht und das wird dann bitter bestraft. Jürgen Luginger, woran hat es denn gelegen? Die Mannschaft war heute nicht so souverän, beziehungsweise man hat den Klassenunterschied in dem Maße nicht gesehen. Ja, ist immer schwer gegen eine gut gestaffelte Mannschaft. Ja, die haben es sehr gut gemacht, defensiv sehr gut geordnet gewesen, ja. Dann mussten wir Geduld haben, das haben wir gezeigt. Ja, aber nach dem 1-0 in der zweiten Halbzeit müssen wir das zweite nachlegen. Das ist immer so. Ja, das haben wir natürlich versäumt und haben einen Ausgleich bekommen. Dann wittert natürlich der Gegner noch wieder Morgenluft und denkt, ja, jetzt kann ich noch was machen. Dann haben wir nachgesetzt, haben wir ein paar Riesenschancen gehabt, nicht gemacht. Aber ja, das zeichnet die Mannschaft auf. Sie gibt nicht auf und macht weiter und dann verdient ein 2-1 gelandet. Jan Stutz hat zwischenzeitlich euch noch mal rangeschossen. Haben Sie daran geglaubt, sich noch in die Verlängerung retten zu können? Ja, natürlich wittert man dann, wie der Jürgen das schon gesagt hat, irgendwo an der Sensation und versucht dann alles. Aber wie gesagt, ich stimme da dem Jürgen absolut zu. Es war doch ein verdienter Sieg. Ich kann meiner Mannschaft nur ein Riesenkompliment machen, dass er das so alles umgesetzt hat. Und ich denke, es ist doch ein verdienter Pokalsieger, muss man sagen, ehrlich. Mit der Leistung heute sehen wir die Hasborner vielleicht demnächst noch mal in der Oberliga? Ja, ich denke, dieses Jahr ist der Zug abgefahren, aber nächstes Jahr wird die Truppe mit Sicherheit sich nicht viel ändern. Von daher, denke ich, werden wir nächstes Jahr einen neuen Angriff nehmen. Okay, und Jürgen Luginger wird am Samstag nochmal spielen, und zwar gegen Unterhaching? Ja, natürlich. Wir wollen zu Hause nochmal einen Dreier einfahren, uns nochmal verabschieden mit einem Sieg von unseren Fans, ja, und dann eine schöne Feier machen. Feiert schön. Das war's von hier aus Dillingen. Dankeschön, meine Damen und Herren. Zurück ins Funkhaus. Und der Treffer, der das Finale entschieden hat, Stefan Siegers 2-1, noch einmal zum Genießen für die FCS-Fans. Aber Hasborn, es wurde jetzt oft genug gesagt, verdient sich Komplimente. Der FCS verdient sich den Pokal, verdient sich die Feier und verdient sich die Vorfreude auf den DFB-Pokal. Herzlichen Glückwunsch dem 1. FC Saarbrücken.